Sie eine explizite Darstellung für den Wert der Summe 6 plus 10 plus 14 plus 18 plus 4n plus 2. So, man macht das auf folgende Art und Weise. Zunächst erkennen wir, dass das 6 2 plus 4 ist. Das 10 ist 2 plus 2 mal 4. Das 14 ist 2 plus 3 mal 4. Das 8, die 18 ist 2 plus 4 mal 4 und so weiter. Und das Ende ist eben 2 plus n mal 4. So, das heißt, Sie sehen, wir haben hier insgesamt n Summanden 2, das ist also 2 mal n plus 4, 2 mal 4, 3 mal 4 und so weiter und so fort, plus 4 mal 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis plus n. Also die 1 stammt von hier, die 2 von hier und so weiter. So, und das hier, das ist die Gauss-Summe, das heißt, von der kennen wir den Wert. Das ist also 2n plus 4 mal, die Gauss-Summe ist n Quadrat plus n halbe. Ja, und das können Sie dann noch ausrechnen, das ist dann 2n Quadrat plus 2n plus 2 ist 2n Quadrat plus 4n.